Hochspezialisierte Ermittler hat das Landeskriminalamt Stuttgart ins Mercedes-Werk nach Sindelfingen geschickt. Die sollen laut Bildinformationen auch bereits einen Computer und ein Handy beschlagnahmt haben. Die Untersuchungen in einem der angeblich größten bekannten Bestechungsskandale in der Geschichte von Mercedes laufen auf Hochtouren. Zwei Mitarbeiter stehen im Verdacht, im Einkauf derartig getrickst zu haben, dass jene Lieferanten den Zuschlag erhalten haben, von denen sie dafür Belohnungen kassierten. Ihnen werden Bestechung und Bestechlichkeit vorgeworfen. Diese Machenschaften könnten sich über Jahre gezogen haben. Dadurch soll der Konzern um Millionen geschädigt worden sein. Laut Bild erklärte der für Rechtsfragen zuständige Mercedes-Sprecher Johannes Leifert: Wir sind in dem Fall Geschädigte und haben Anzeige erstattet. Die Spezialermittler gehen davon aus, dass sie in dem Konzern viel Arbeit erwartet.